Und da sind wir ja schon wieder bei Orcs Must Die. Na, das geht so schnell. Und noch heute spiele ich die Pforte. Ja, die Pforte. Ja. Und da kriegt man halt den Ring der Blitze. Das habe ich gestern ja schon leider verraten, weil ich aus Versehen ein bisschen weitergeklickt habe. Das wollte ich ja eigentlich nicht machen. Aber ja, das ist nun mal so passiert. Und daran konnte ich jetzt auch nichts ändern. Ne? Was soll ich denn daran ändern? Ne? Ja, was macht das? Ja, Elektroschock, die. Ich weiß nicht genau, was es macht. Ich werde es einfach gleich mal ausprobieren. Sind ja sofort tot oder was passiert da mit denen? Also das wird er ja jetzt nicht so gut beschrieben. Also muss ich der Sache denn doch mal auf den Grund gehen. Und wenn diese Zahnräder da jetzt zu Ende gedreht haben und das Spiel geladen ist, dann könnten wir eigentlich schon loslegen. Aber ja, das ist irgendwie. Ja, jetzt. Jetzt hat es fertig geladen. So, was kann ich denn. Warte. Lässt ein Kettenblitz. Oh, das sieht gut aus. Warte. Wir haben. Oh nee. Frostoger. Schwer zu töten. Immun gegen Eis. Naja. Auch ist der gegen Feuer sehr, sehr verwundbar. Oder wie heißt das jetzt? Was heißt das? Ja, guck mal. Guck mal. Hier haben wir ja unser Dingen. Und dann haben wir nur einen so Teil. Dann ist es ja leicht, ne? Denn es ist ja eigentlich leicht, ne? Wenn wir nur. Oh. Jetzt haben wir Leben verloren. Aber wenn wir nur einen Gegnerteil haben, ist es doch im Prinzip. Oh Gott. Ah, ne, ja. Naja, das ist ja dann doch nicht so schwer, würde ich jetzt mal sagen. Haben wir hier unsere Brücke? Können wir hier unsere Sachen aufbauen? Ich nehme das mit. Das nehme ich auch mit. Den natürlich auch. Ja, ne, hier können die Sachen schön runterstampfen. Das nehme ich mit. Was noch? Das für das Teil. Und natürlich das hier. Was ist denn noch? Ach. Kann man hier. Hier kann man nicht so viel hin tun, ne? Also, wenn hier noch Wände wären, dann wäre das ja noch toll. Aber so kann ich da jetzt nicht viel machen. Das ist das Doofe. Wo gehen die denn her? Was kann man denn noch dahin tun? Ach. Ah, nee. Oh. Ich habe jetzt gar nicht das damit eingeplant. Das kann ich denn nur raustun? Das kann ich nicht raustun, ne? Scheiße. Ah. Irgendwas muss ich raustun. Flammen. Ja, okay. Ich Flammenarm schieben lassen wir drin und statt des anderen nehmen wir die. Ach. Nee, da will ich kein Dingens für platzieren. Nein, das machen wir jetzt nicht. Oh. Die Null. Die Nulle. Ja. Dann war die Null und. Oh! Immer wenig Geld. Oh. Richtig wenig. Oh. Was kommt am Anfang Fluggegner vor? Na, das müsste ich wissen, weil. Ja. Sonst ist es ein bisschen schwer. Kommen die von da rein oder. Oder wie machen die das hier? Ja, wenn ich das mal wüsste. Kann man hier bemannen? Wie bemanne ich das? Oh. Was macht das? Was macht das? Das sieht toll aus. Ja. Das sieht toll aus, auf jeden Fall. Aber ich tue dann mal da noch so ein Ding rein. Und so. Jetzt kann ich das doch mal hier bemannen und dann hier. Hier, guck mal. Wir beschießen das mal. Guck mal. Mit so einem bemannten Dingens. Oh, du schießt nur einen ab. Oh. Das ist. Aber das macht jeden so Dingens kaputt. Oh. Ja, das ist natürlich dann doch nicht sehr vorteilhaft. Was macht das? Oh. Ja, das ist natürlich. Das ist natürlich gut hier. Das Teil hier. Also der Blitzdringer, der ist geil. Ja, komm. Bam. Komm nur mal, Bam. Oh, das ist so ein geiles Teil, ganz ehrlich. Oh. Ja. Das ist richtig geil. Ach, die Geilheit kommt noch mal hoch, ne? Oh, das ist die Geilheit hier. Die kommt dann doch mal zum Vorschein hier. Oh, komm. Wird kaputt gemacht. Oh. Mann, ich wollte wieder hoch. Da. Komm. Schnell wieder runter, schnell runter. Ich möchte runter. Gerne runterkommen.
Oh, jetzt kommen schon wieder solche Gegner. Ja, eigentlich wollte ich ja schon vor ein paar Tagen die Bernie Boy Gamer News starten, aber irgendwie habe ich das die ganze Zeit immer vergessen. Ich versuche es dann noch demnächst mal zu starten, weil ja, ich wollte das ja eigentlich demnächst machen, aber ja, ich bin halt so vergesslich und habe es dann doch vergessen. Ja, ich weiß, es ist doof, ne? Ich vergesse einfach eure schönen Gamer News. So, was bin ich denn für einer? Oh, ich sollte mich heilen. Ja, aber wo ist denn jetzt mein Dingen da? Oh, das weiß ich nicht. Ja, wo ist das da? Da ist es. Komm, heil dich. Heil dich, sonst bist du gleich tot. Oh, da sollte man auch nicht runterfallen. Ah! Nein! Was kommt denn da jetzt raus? Oh. Ja, komm. Da kann man. Damit kann man auch schön. Oh, guck mal. Ja, da kriegt der Frostbruger doch richtig schön Schaden. Das war doch mal eine geile Attacke. Würde ich jetzt mal sagen. So. Oh. Kann man die damit schön aus der Ferne attackieren? Ich weiß es nicht. Ah! Mann, ich sterbe gleich. Zur Not kann man hier noch so ein Teil hin platzieren. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. So, und dann. Hui, Elektroschocker. Okay, sollte dann doch weiter so arbeiten, aber das habe ich irgendwie dann doch nicht getan. Und wenn er die mal wiederbelebt, dann ist es nicht sehr toll. Oh, hallo! Oh. Schön, schön, schön. Kam da schon mal Fluggegner raus? Ich weiß es nicht. ja, ne? Stellen wir doch mal da hin. Ja, das ist dann kompliziert mit den Fluggegnern. Kann ich das nicht einfach so bemannen mit so einem richtigen Mann und nicht ich als Mann, sondern so ein richtiger Mann? Ja, das wäre doch mal besser hier. Ich versuche die Gegner natürlich dort unten zu halten, aber wenn es nicht mal geht, dann ja, dann geht's halt nicht mehr. Kommt was von hinten oder wozu gibt es das hier hinten? Also, der Sache musste ich dann auch mal auf den Grund gehen. Aber, guck mal, wir haben hier, haben wir doch solche schönen Teile. Ja, die Teile sind geil, würde ich jetzt mal sagen. Geile Teile. Ja, solche Geilheit. Ja, das sorgt für eine richtig geile Geilheit. Hm. Ja, was tue ich denn dafür noch? Ach, machen wir das so und dann, ja. Ah ja, sorry, ich bin ein bisschen verschnupft, ne? Also es könnte sich ein bisschen komisch anhören, aber ja, so ist es halt. Im Winter ist man krank. Oh, und da fliegen einem schon diese Viecher dort zu. Oh, das ist natürlich jetzt nicht sehr praktisch. Aua! Oh. Ja, also wie man sehen kann, sind diese Viecher jetzt. Ja. Oh, warte, guck mal. Durch das Blitzteil. Guck mal, da geht es kaputt. Hallo, triff doch mal! Ja, durch das Blitzteil ist es schon relativ praktisch hier. Guck mal, wenn man hier noch so drei, also noch solche, hallo? Kann ich noch einen aufstellen? Ja. Solche drei Männer hat, dann ist es dann doch schon mal recht gut bemannt hier, würde ich jetzt mal sagen. Oh, da kommen wieder solche Viecher raus. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte den Elektroschocker machen. Hallo. Oh. Oh je. Ja, ich wollte den Elektroschocker machen, aber ich hab's dann doch vergessen. Tut mir leid, aber ja, okay. So ist es dann. Oh, stirb! Hallo! Oh Mann. Ja, warum stirbt das nicht? Ach, ja. Oh, guck mal, das ist explodiert. Habt ihr das gesehen? Oh, also, ja. Boah, mein Kater ist hier gerade an meinen Beinen. Oh, ich hab mich so erschrocken, als ich danach gerade sowas hatte. Boah, der hat erst was um da. Ja. Hm. Was machen wir denn noch hier hin? Ah, hier ganz viele von den Teilen machen. Ja, die sind ja stark, ne? Also da sollte man sich dann doch mal bewusst sein, dass die dann was können und nicht einfach ja, so da, einfach nur da sind, ne? Also die können was. Ja. Aber es geht jetzt daran, die Gegner zu töten, aber das Kleinviech. Kleinviech ist natürlich schnell hier durch und das ist natürlich sehr gefährlich hier. Ja. Okay, aber das wird schon alles hier erschlagen. Was ich natürlich toll finde.
Wer wird das da? Ja. Auch mein Kater macht gerade ein bisschen Lärm hier. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Er kratzt sich gerade so. Oh, guck mal. Ja, die sind schön. Also ich mag die da. Hm, aber was kann man denn noch hier hin machen? Also wir könnten noch... Hm. Also schwer. Ach, das ist nicht so einfach. Hm. Ja. Also die Entscheidung ist nicht einfach, ne? Das muss ich mal sagen. Hm. Hm. Ja, ich würde noch mal sagen, wir tun noch ein paar von diesen Viechern hier hin. Ja, so zur Sicherheit. So. Da noch eins. Ja. Ich will jetzt die ganze Wand ausfüllen, ne? Ich weiß, ich bin verrückt, aber naja, so muss man das halt machen. Ja, das wird mehr wehtun. Oh. Naja, so. Oh, Weberin könnte ich ja dann doch mal gebrauchen. Schädel. Kopfschüsse mache ich eh nicht. Ne, will ich nicht. Aber das bringt mir irgendwas was, ne? Ja, Orks bringen mehr. Das möchte ich haben. Hier, das möchte ich kaufen. Umarmt die Dunkelheit. Ach, doch, ich habe die Dunkelheit umarmt. Ja, ich bin sehr, sehr böse. Oh, warte ich. Das gab's immer noch nicht. Komm, kauft das. Ja, jetzt haben wir es gekauft, oder? 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 Haben wir das gekauft? Weiß ich nicht. Drücken wir mal auf Annehmen. Haben wir immer noch nicht gekauft? Ach, verstehe ich nicht. Naja, egal. Egal. Oh, da kommt schon der erste Frost-Oger da. Ja, komm. Dich machen wir mal so. Hallo, ich wollte dich verbrennen lassen, aber nein. Das lässt du ja nicht zu, ne? Ja, komm einfach mal so. Hallo, verbrennen! Verbrennen! Warum verbrennt der nicht? Ja, also der sollte eigentlich verbrennen, aber das macht er jetzt nicht. Oh, das ist natürlich nicht sehr toll hier, dass er nicht verbrennt, aber guck mal, die kleinen Viecher werden alle eigentlich zusammengestampft, aber oh. Jetzt kommen sie irgendwie dann doch durch. Nein, nicht entkommen. Oh, oh. Ja, diese kleinen Viecher, die machen mir richtig Probleme hier. Rennt den hinterher, verdammt nochmal. Ja. Verdammt nochmal, rennt den dann hinterher. Oh, das ist noch eins. Oh, scheiße. Scheiße. Komm. Dann würde ich mal sagen, ich tue da nochmal so ein Teil hin, falls dann doch nochmal eins dahin kommt. Ja, da noch eins. Ja, ich nenne dir schon alles. Also da brauchst du keine Sorgen machen. Ich nenne dir alles. Also ja. So. Danke für deinen Bogen, aber... Ja. Oh, oh. Das ist natürlich nicht sehr toll hier. Okay. Jetzt werden wir von einer Armee der, weiß ich nicht, Toten da überrascht. Oh, oh. Also wir sind gleich tot. Nee, das darf nicht passieren. Also, nein, ich werde hier beschossen von allen Seiten. Okay. Kacke. Da los. Guck mal, man braucht nur in den Himmel gucken, dann werde ich schon beschossen. Och, scheiße. Ich muss dann schnell mal zum Spawn. Ich hoffe, die schaffen das. Ich muss mich heilen, weil wenn ich tot bin, dann ist auch nicht gut zu scherzen, ne? Oh. Oh. Ja, ich bin dann mal da runter gesprungen, aber oh, gut. Oh. Das war's jetzt auch nicht. Das war hier nicht wiederbeleben. Ey, wenn du das wiederbelebst, dann kriegst du aber ein auf die Fresse hier. Hallo, was machst du da? Ja. Und jetzt? Wo ist denn noch einer? Warte, da, guck mal, da. Da fliegt noch einer durch die Gegend, oder wie? Da, guck. Da fliegt einer. Hallo, geh kaputt. Geh kaputt, bitte. Geh kaputt. Schön. Dankeschön. Ich muss schnell rennen. Ja, rennen ist hier der beste Sport hier in Orksmastai. Also, da muss überall gerannt werden. Ach, hey. Ich möchte runter und nicht hoch. Ja, ne, theoretisch könnte man das auch als ganze Festung nutzen, aber... Mache ich jetzt irgendwie dann doch nicht. Ich weiß nicht warum, aber mache ich jetzt nicht. Was für Orks, hä? Ja, dann nutze ich das mal so. Einfach mal mein Ding da reinschmeißen, vergiften und fertig. Oh, da kommt wieder so ein Feuerteil. Okay. Ah, das kann ich schön mit diesen Teile hier töten, aber ja, wenn es denn doch mal Schaden bekommen würde, aber... Das tut es offensichtlich nicht so gut. Also ein Frost-Oger, der hat doch schon was, ne? Der hat schon ein gewisses Etwas. Aber hier haben wir Dingensteile, Wiederbelebteile.
die dürfen den Frostoger natürlich nicht wiederbeleben. Das ist Schluss mit lustig, ne? Schluss mit lustig ist immer. Ja. Oh, jetzt haben wir viel Geld gekriegt. Nur die Frage ist, was soll ich mit dem Geld hier machen? So, was soll ich damit machen? Guck mal, ich kann hier noch an den Aufgängen so einen Teil platzieren. Ja. Und wenn die dann immer noch durchkommen sollten, dann kann ich auch noch hier einen Teil platzieren. Da und... Ach, so weit kommen die doch gar nicht. Und wenn, haben wir immer noch unsere Viecher hier. Also so weit. Da muss ich mir doch keine Sorgen machen, oder? Oder doch? Das weiß ich jetzt nicht. Oder sollte ich mir dann doch dort Sorgen machen? Kann man das nicht drehen? Dreh das mal. Hallo, drehen! Habe ich jetzt was anderes gedreht oder was? Passt da nicht hin. Okay, ich bin jetzt mal so schlau und tu hier mal eine Armee hinbauen. So, komm. Da noch so einer. Komm, hier, ganzen Kämpfer. Da haben wir hier so eine Armee als Schlachtfeld hier. Das ist doch schön, oder? Ja, wo ist der Feind? Der Feind ist doch direkt dort. Kann ich das... Oh, ich kann das auch machen. So. Also ich nehme an, dass jetzt einige stärkere Einheiten kommen werden. Aber das kann ich ja nicht vorausahnen. Das geht nicht. Aber wir haben doch hier meinen Blitzdingens. Ja. So, dann stirbt doch mal der ein oder andere hier. Aber es wird auch schon so geregelt sein, dass es nicht so passiert. Aber... Ja, das... Oh! Oh, scheiße! Jetzt habe ich nicht mal genug Dingens. Ich habe die ganzen in der Luft da angegriffen, aber jetzt habe ich nicht mal genug... Oh. Kacke. Ja, das ist natürlich nicht sehr vorteilhaft, mal wieder. Ich bin natürlich nie vorteilhaft. So. Aber das mit den Leben, ey, ich bin fast tot. Und das gefällt mir so gar nicht, dass ich hier um mein Leben noch bangen muss. Ja. Bangen, so wortwörtlich, ne? Doch. Eine Bombe reinschmeißen und schon geht die Post dort ab. Komm. Ja, meine Krieger können das doch da töten, würde ich mal sagen. Guck mal, was haben wir denn da? Sind da noch welche durchgekommen, oder? Oh, nee, doch nicht. Da sind keine durchgekommen. Bernie, mache dir keine Sorgen. Ja, mach dir keine Sorgen. Bereit zu dienen, komm, dienen. Los, los, dienen. Und mein Kater, der ist hier immer wieder zwischen meinen Beinen und beißt mich gerade. Ja, weil ich hier die netten Orks töte. Ja, das ist auch sehr, sehr nett von ihm, aber was macht denn dieser Attack? Sei mein ganzes Ding ins verschwindet. Scheiße. Scheiße, jetzt habe ich da so ein Gewitter hingemacht. Mein ganzes Ding ins verschwindet. Oh, ja, auch sehr vorteilhaft. Was haben wir denn hier? Oh! Haben wir da Wiederbeleber? Weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich nicht. Aber guck mal, wir haben da ganz viele Beschießer, die ja alles im Griff haben. Wir haben alles im Griff hier. Oh. Komm. Oh Mann, ich habe nicht genug Energie, aber. Diese Energie, die werden wir auch noch haben. Und guck mal, wir haben ja noch eine ganze Armee vor uns. Und das ist doch unser Vorteil hier. Komm, die können halt alle so BÄM, Schlag drauf, tot. Das war doch mal toll. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ich werde mal hier noch was platzieren. Da, da. Oh Mann, ich habe nicht mehr genug Geld. Oh. Das hat mich jetzt geärgert. Ich wollte noch einen vierten aufstellen. Ja. Aber ich hole mir jetzt erstmal Geld. Ja, so. So, hol dir Geld. Hallo, treff doch mal. Oh, Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Treff doch mal hier. Aber es trifft doch nicht. Ja, ich stelle noch einen vierten auf. Hier. Hier. Hallo, mach die mal kaputt hier. Ich habe euch nicht umsonst hier aufgestellt. So. Und ich verziehe mich erstmal und heile mich. Ich habe ja da genug Sachen aufgestellt. Ja, ich habe da meine ganze Armee aufgebaut und... Ich glaube nicht, dass sie die töten können, so schnell, ne? Glaube ich jetzt nicht. Einfach, oder? Oder? Ich kann ja jetzt auch nichts tun, oder? Na, guck doch. Oh. Das ist natürlich dann auch sehr, sehr, sehr riskant, was ich hier mache, aber ich mach's immer riskant. So kennt man mich halt, ne? Riskant. Oh! Die sind schon eingefroren, oder? Oh, das ist auch nicht sehr toll hier. Ja, die sind eingefroren. So. So geht's. Ein Paladin ist gefallen, schon wieder. Oh, toll. Oh, ja, jetzt haben wir schon eigentlich gewonnen. Wir tanzen schon den. Noch gar nicht. Noch gar nicht. Ey, wenn du gleich
Wenn du das wiederbelebst. Hup, Golem, Schamane. Und jetzt? Oh, oh, oh. Oh, oh, die kommen von hinten. Wo sind sie denn? Oh, die sind da oben. Scheiße, scheiße. Oh, oh. Von da hinten. Eine Attacke habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh. Greif mich an und nicht das Portal. Weiß nicht, ist da jetzt jemand durchgekommen oder nicht? Ich glaube, einer ist durchgekommen. Einer. Ja. Einer müsste durchgekommen sein, aber sonst weiß ich auch nicht, wer da durchkommen könnte. Ja. Wir gehen mal wieder ins Kampagnenmenü. Ja. Nach der Pforte kommt dann der harte Aufstieg und den seht ihr beim nächsten Mal.